Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardüm, zu einem neuen Netztest, zu einer neuen Demo-Version von der Gamescom 2021 in die Arena Booth online mit dem Zwergenfürst. Und wir spielen Torn Away, die Demo-Version. Wie ihr hier schon im Startbildschirm seht, das ist so ein bisschen, ja, das Spiel ist hier ein bisschen krasser als die bisherigen Games, die wir angespielt haben. Das ist ja schon, das ist ein bisschen, das hat, viel habe ich nicht mitbekommen aus den Trailern, aber es scheint so ein bisschen was, scheint so kriegsmäßig, so, es hat was mit Krieg, mit Flucht und mit Gewalt zu tun. Also für Leute, die es, die ein bisschen sensibler sind und ein bisschen, die sollten, ja, vielleicht dranbleiben, aber ja, seid schon mal gewarnt. Das wird jetzt nicht das Leichteste. Das ist jetzt FSK 16, würde ich sagen. Haut hin. Ja, ich würde mal sagen, beginnen wir. Starten wir. Ja, so wird gemacht, wie üblich, E-Interact und Shift Run. Das übliche. Let's go. Ladezeiten. 1942. Europe is engulfed in the flames of World War II. Many lives have been destroyed. Our heroine is a young girl named Asia. Along with her mother, she is taken captive by the Nazis and brought to Germany for forced labor. After several long months in the labor camp, Asia managed to escape during a sudden airstrike, but loses her mother. No, Asia must make it on her own. Despite the hardships, she is determined to find her way back home. Da kennt ihr die Vorgeschichte. Jetzt wisst ihr, worauf wir uns einlassen, was hier gleich abgehen wird. Also, setzt euch hin. Ich glaube, ihr müsst sitzen. Also, ja, let's go. Das wird wahrscheinlich nicht leicht, aber auf geht's. Germany, December 1944. Ja, Deutschland 1944, das ist keine Zeit und kein Ort, wo man gewesen sein will. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Come right mitten. Okay, jetzt haben wir so einen Boxhandschuh mit so ein Handschuh, kein Boxhandschuh, das ist so ein Kältehandschuh, ein normaler Handschuh mit Puppenaugen. I know you are tight. I know it's hard. But we have to keep going. If we don't, the cold will get us, or worse. Wir laufen. Hoch hier. Springen ist jetzt nicht wirklich. Wir können es drüber klettern. I'm sure that today. Ja, das habe ich. War ich zu langsam beim Lesen. Look, a real one. Ein Hase. Haare. Let's get a bit closer. Comrade mitten. Achso, das ist der Name. Careful. Fragezeichen. Don't be afraid, Fluffy. We won't hurt you. We just wanted to ask for directions. How do we get... was nieten. Dann können wir
He took off his armlet. Maybe we can still catch up. Somehow, but from your disapproving look. Yeah, I understand. You just want to feed irgendwas. Okay, was machen wir hier? Interact, sicher. Look at you, little Mowgli. I didn't know you could. Text ist mir zu schnell mit meinen Englischkünsten. I hope something like that doesn't fall on us. Das hoffe ich auch. Oh, da haben sie das. Da haben sie das Hakenkreuz rausgekehrt. Ja, aus dem. Ja, was ich davon halten soll, ich weiß nicht. This eagle is painfully familiar. I wonder how long the box has been there. I'd rather no one into a soldier's. Wir wissen doch alle, was das ist. Ja, ist wahrscheinlich jetzt, wäre es wieder indexiert werden und zwar da hatten die Entwickler keinen Bock drauf. Ständige Debatte bei Videospielen, wenn es halt um die Nazi-Zeit geht. Darf man das Hakenkreuz benutzen, darf man es nicht? Meine Antwort, ja, definitiv, hundertprozentig. Solange es halt so, wenn es halt, steht es ja sogar in den Gesetzen. Wenn es zur Aufklärung, zur Bildung ist, wenn es da, das ist es ja in Videospielen, wenn es halt dazu dient, das veranschaulichen und das, dann ist das in Ordnung. Ausrufezeichen. It's our old friend. Let's get him. Hold shift and move to run faster. Ja, das andere. Was ist hier jetzt gemacht? Faster. Up. I think twice before going to in this water. Über die Brücke. Don't get mad, it was just a joke. Okay, den Joke habe ich nicht mitgekriegt. Cover for a goal, you could walk right through there. Please don't collapse, please don't collapse. Phew, thank God. Made it alright. Look at him watching us. There's definitely something odd about him. You still want to feed him? You have a soft heart, that's for sure. Well, keep an eye out for whatever they eat. Würde man sagen, eine Karotte müsste man finden. Vielleicht in der Kiste dort oben. Na komm. You're just like Alice, only with her instead of. And it's better than a pocket. Sorry, wenn ich mal das ein oder andere nicht lesen kann, zu langsam bin oder zu schlecht übersetze. Meine Englischkünste sind, ja. Mittelmäßig bis miserabel. Mein Englisch spricht Künste. Autsch,
Wir hätten auch die Leiter nehmen können, aber. Natürlich, jetzt habe ich mich geräuspert und. Meine Hustenanfälle. Reizhusten getriggert. Und du Tired of Running vom Ass Fluffy. We could be friends, but no. We are fast, but we are faster. Maybe not so fast when going through snow drifts. I remember back in the winter of 1941, we kept getting stuck like this in Eastern Front. We had to recon this on skis. It's much faster than Yeah, those were days. That's when I enjoyed. Ja. Müsste die Musik langsam. Man müsste die Schrift langsamer einstellen können. Oder mal auf Deutsch patchen. Eines Tages, vielleicht wenn es raus ist, ein Deutsch patch. So, wie kommen wir hier jetzt hoch? Achso, die Brücke. Müssen wir uns hier eine kleine Brücke machen. Oder? Können wir das nehmen und schieben? Ja, und jetzt können wir hier und so. Sehr schön. Können wir drunter durchsneaken. Uha! Nein. I don't like the sound of that. Und wollen da drunter nicht begraben werden. Uha! Das war knapp. That was close. Well, what matters is that we survive. Ja. Was zählt, dass wir es überlebt haben. Okay. Oh Scheiße. Are you alright? Nothing broken? That's good. We need to figure out how to get out of here. Let's take a look around. Okay, hier können wir hoch. Nope, it won't purge. But if we had something to break it. Eine Axt. Axt suchen. Hier irgendwo. Das, was wir nehmen können. Hier können wir reingucken. Oh, ein paar Krümel. A bag of dried bread and should tide us over for a while. Nehmen wir natürlich mit. Look, there's something behind the wall. Let's pick out these planks. Wir nehmen erstmal die rote Beete mit. Oder die könnte auch alternativ hier ein Radieschen sein. Ah, preserved. It's abandoned. Cold. If we get out, something. Yeah, take. Und das heißt, der Radieschen mit. Wir müssen die Planken rausreißen. Okay, haben wir schon. Jetzt kommen wir durch. Oh, eine Axt.
Sehr schön. This is exactly what we need. Just please be careful. Und Hauruck. We just got to push it. Und zack. Phew. It's our lucky day. Dass das Haus nicht eingestürzt ist. From now on, we'll be more careful. Where is your fluffy friend? There he is. I don't think he's noticed us. Let's get a little closer and offer him the beat. Maybe it figures interest. Oh shit! Freeze! Oh, sie haben den Hasen erschossen. Der arme Hase. Wir sneaken. Yikes, so many of them. It's no joke. He must be caught. Nicht entdeckt werden. Langsam und sneaky durch hier. Oh nein. Hm. Ist deutsch. Natürlich. Können wir das schaffen, wenn er weg ist? Verdammt! Da waren wir zu langsam. Aufstehen und rennen können wir auch nicht, oder? Ich könnte es mal versuchen. Ne, das wird wahrscheinlich nichts. Hinterm Busch. Als ob der uns nicht sieht, wenn man direkt vor seiner Schnauze entlang sprinten. Er sieht uns wirklich nicht. Okay, die Deutschen sind ja also blind. Blind und dumm. Oha. Da hängt einer. Jetzt müssen wir hier wieder vorbeischleichen. Und... wirklich blind, dass die da nichts vorbeihuschen sehen. Ich meine, wenn man, wenn im Dunkeln da was vorbeihuscht, sieht man das doch. Das ist eine laufende Kiste. Ja, ganz gewöhnlich. Da läuft eine Kiste durch die Gegend. Wer kennt's nicht? Boah, quer durchs Nazi-Lager. Mutig. Sehr mutig. Oha, das ist noch mutiger.
auch noch oben auf den Berg drauf. Das kann ja nicht gut gehen. Sind wir ja oben für alle sichtbar, ist halt. Shoot, das wird close. Was los? Noch sind wir nicht weg. Ich spot das one. Ich renne. Aufstehen. Und renn um dein Leben. Renn um dein verdammtes Leben. Renn weiter. Scheiße, nicht ducken. Renn. Renn, verdammt. Scheiße. Get up, Cookie. What's wrong? Yes, yeah. Okay, cutscene. Oder was? Nee. Wir müssen sneaken. Sneak screens. Oh mein Gott. Turning back will make it through this. Wie kommen wir jetzt hier durch? Oh, verdammt. Verdammt, man, ab hinter den nächsten Stein. Na komm. Wir kommen nicht bis hinter den nächsten Stein. Dann machen wir den Schutz. Mal die Hände vors Gesicht. Vielleicht geht das so, wenn wir jetzt hier. Ne, da sehe ich absolut keinen. Hier wäre das nicht. Ach so, verstehe. Gibt es Zeiten, wo es nicht Gegenwind gibt. Abwarten. Und jetzt. Ab zum nächsten Stein. Reise. Na komm hier hin. Stück für Stück durch den Schnee rum. Was mir die ganze Zeit aufgefallen ist, dafür, dass sie laut Text, laut Vorgeschichte, gerade aus einem Konzentrationslager, aus dem KZ ausgebrochen ist, also geflohen ist, während der Bombardierung, ist aber verdammt gut gekleidet. Das ist schon, also die Wollmütze und die Wolljacke, das ist, und Handschuhe hat sie dabei, das ist schon dafür, dass er Story aus dem KZ kommt. Alles wäre schon. Okay, wie sollen wir jetzt hier durchkommen? Oha. Das weht uns hier zurück. Das ging. Es gab natürlich einige, die geflüchtet sind und die auch entkommen sind, aber die Häftlingskleidung, das war bestimmt keine Wollmütze. Das kennt man aus den Geschichten und aus den Bildern aus Auschwitz und Co. anderen Konzentrationslagern. Auschwitz, Buchenwald und so. Es waren leichte weiße, also weiß-blau gestreiften Hemden. Das war ganz dünner Stoff, das ist. Die meisten sind unterwegs erfroren. Wenn sie durch den Schnee gerobbt sind. Nix. Wenn du Glück hattest, hat es dann dünnes Hemd. Das ist dieses dünne
Häftlinge sind. Es sind auch viele im Konzentrationslager, in den Lagern, in den ihren leeren Holzbetten erfroren, weil es einfach im Winter zu kalt war. Und wenn du nicht nackt warst, hattest du, was auch einigen, so war, hattest du leichte Tücher. Don't see any more. Any ideas how to get him? Wir haben eine Axt. Weiß nicht, ob wir die Kraft haben. Damn. Okay, jetzt Leute, get upset. Mit der Axt kommen wir da nicht durch. We can't get in this way either. If only the axe was intact. Okay, hier hinten kommen wir nicht durch. Das wird's wahrscheinlich nicht. Questing. Da geht's denn auch doch durch oder was? Können wir ein Holzstück aufheben oder so und das damit versuchen? Können wir nicht. Die Holzplanke hier. Hier über die Planke hoch oder so. Ja, hier können wir maybe hoch. Once to try to move, let's do it. Ja, es müsste doch gehen. Die Planke hoch. Passage. Eine Passage. Oh, can't see the thing. Hineingefallen. Well, it's not much warmer than here than it is outside. Aber du kannst bestimmt Feuer machen. But at least there is no wind here, right? Ja, das auch. How about a fire? Well, we'll have spent the night here. Remember when your father showed you how to start a fire? Pepper first the twigs and bigger sticks and you need to light it. Ich glaube, wir haben hier Feuer noch drin. Ein kleines Feuer. Wir dürfen nicht keinen Rauch erzeugen. Das werden wir hier noch gesehen. Wood and matches. Okay, hier im Schrank. No wonder this cabinet was moved here. It's blizzard out. There. Usually is not good. To go to someone else stuff, but we'll just take a peek. Okay, hier haben wir eine Pfeil oder so. That matchbox empty, but luck, we were keeping looking. Okay, hier unten vielleicht, hier unten habe ich doch was gesehen. Ja. It's bad and not good without Wi-Fi. Okay, vielleicht können wir mit der Pfeile irgendwas zerstören. Vielleicht können wir ja eine Kommode zerfeilen. This chisel came in handy. Ja, hier mit dem. Hier können wir das Ganze chiseln. Na komm, zack.
Und zack. Yeah, it works. What's inside? Papier. Let's move this to start the fire. Das ist eine Idee. Es könnte ein paar Sekunden brennen. Für lange reicht das nicht. Die paar Papierschalter. Paper, wood and matches. That's what we need. Wood, wood, wood. Wo kriegen wir jetzt Wood her? Ja, wir werden jetzt bestimmt nicht rausgehen. Let's get this stuff going first. Then we'll sit in the rocking chair. Ist eine Falltür, vielleicht können wir hier nachgucken. Das ist ein Zimmer hier. It looks gloomy. Are you sure you want to go down there? Ja. Wir müssen. Oh, da ist ein Bett. Fantastisch. Aha. What an unusual candelabra. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier so ein, ich weiß den Namen davon nicht, aber so ein jüdisches Kerzen Dings. Ja. Kerzenständer. It's a good thing that Clavira Victoria to such German. Can you translate ich kann gut Deutsch. I try. Na toll, jetzt wird mir der deutsche Text, der dort steht, auf Englisch. Es wäre mehr effektiver, mir den Text auf Deutsch zu zeigen, als das mir jetzt ins Englische zu übersetzen. Also, Ulrich Said, March. Jetzt muss ich es doppelt, jetzt muss ich, jetzt übersetze ich es, jetzt wird es doppelt übersetzt. Jetzt wird es ins Deutsche immer, vom Deutschen ins Englische übersetzt, jetzt muss ich es mir vom Englischen ins Deutsche wieder zurück übersetzen. Das ist, ja gut, March. Der 2. März 1939. Ulrich hat gesagt, dass wir warten können. Draußen ist so ein Trubel, so ein Stress im Wald, so viel los im Wald, so ein Trubel im Wald. Wir könnten in diesem kleinen Haus, in der kleinen Hütte leben und keiner wird uns finden. Ich habe Angst, ich bin aufgeregt. Von April 1941, 20. April 1941. Wir leben jetzt hier seit fast einem Jahr. Ulrich jagt Tiere für uns und ich koche die hier in der Hütte am Feuer. So wie es uns möglich ist. Es schaut so aus, als wäre der Horror bald vorbei. Ulrich geht in die Stadt für Besorgungen. Mein Bauch wird dicker und dicker jeden Tag. Und ich habe keine Ahnung, wie wir die Geburt hier in dieser Hütte überleben sollen, wie wir das hinkriegen sollen. Eventuell kriegt, also vielleicht kriegen wir das in der Stadt hin. Sehr riskant in die Stadt zu gehen. 10. Oktober 1941. Es ist jetzt eine Weile her, seit wir hier in diese Hütte eingezogen sind. Eine Sache ist klar.
Das Leben ist voller Rätsel und Überraschungen. Ulrich hat es geschafft, einen Doktor hierher zu bringen für die Geburt. So kam unsere kleine Anna zur Welt. Sie ist absolut unmöglich und es war absolut unmöglich, dass sie, es war, schien absolut unmöglich, dass sie zur Welt kam. 3. Januar 1942. Winters Express. Der Winter ist sehr hart dieses Jahr. Es fällt mir schwer, aus dem Bett zu kommen. Der Bauch tut weh, der Bauch schmerzt. Ich schwächle. Ulrich ist runter zur Stadt gegangen, um Medizin zu holen, vor 3 Tagen. Und er ist bis jetzt noch nicht zurückgekommen. Das Baby und ich haben es hier schwierig. Ich bereite mich auf das Schwerste vor. Oh, Zigaretten nicht, hier war Streichhölzer. Die können wir gebrauchen. Nehmen wir mit. Ein Papier und Bücher, die wir auch noch befeuern könnten. What an angel can deliver. Okay. Mal ein bisschen gelesen. Sleeping baby is a mother's greatest joy. Let's not wake them. Ist ein Baby drin? Oh, das ist die Mutter mit. Ist die Mutter. Das. Lebt die noch? Beautiful and kind people. Ja. Wird dann hoffentlich gleich wach werden und das Feuer anmachen. Oh, Kaffee oder was? Das ist ja großartig. Oder Zunder oder so, irgendwas, sowas war. Vielleicht können wir es verheizen. Und Feuer machen. Paper, Wood and Matches, that's what we need. Haben wir das nicht schon? You can't carry much snow in your hands. Okay, aber da unten gab es jetzt nichts mehr, was wir irgendwie noch hätten holen können, oder? Wood brauchen wir, glaube ich, noch. Paper, Wood and Matches. Ich würde jetzt nicht gerne einen der Bilder wegnehmen, aber. Okay. Da kann man nichts tun. Hier irgendwas. Bücher, das Buch. Okay, Paper haben wir auch eigentlich. Was können wir hier noch tun? Das Holz ist nass. Es wird nicht zu viel beim Babyklaus ist in a sack like this. This old place here. Nicht, wenn wir schon unten gewesen sind und das gesehen haben. Können wir die Planks hier mitnehmen, die wir abgerissen haben? Das wäre es doch. Na komm. Ah, hier ist noch was drin.
pearl earrings, just like your mother's. Strange how that they came here. Oh, wow. Ich befürchte etwas. It's obvious he stuffed himself and fell asleep. Need to reach me. Können wir davon nichts mitnehmen? Das Holz, was darunter liegt, ist jetzt nicht. Das können wir nicht nehmen. Okay, kann man hier irgendwas. Oh shit! Hab ich mich erschreckt. I bet it was just as scared as we are. Großer Gott. Gebe ich hier mein Messer, das brauchen wir eventuell noch. For later hier, okay. Großer Gott. Der Cap. Denk mal, brauchen. Für das Wasser, aber. Wo kriegen wir jetzt Holz her? Das haben wir noch nicht. Scooping up snow in the cup. Not bad idea. Once we warm up, we have not a hot drink. Creeper wood and matches. Aber kriegen wir das her? Den Stuhl kann man nicht zerbrechen und. Joa. Ansonsten. Können wir hiervon nichts mitnehmen? Können wir die Sachen hier oben schon hineintun oder tun wir das erste, was fertig haben? Das kann das Papier doch theoretisch schon anzünden. Ja, habe ich hier noch irgendwas übersehen oder vorne was wir nehmen können? Das können wir jetzt bestimmt nicht. Wieder um eine Falltür da unten, die ich übersehen habe. Zu dem Teppich mal nachschauen. Bett haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Paper, wood and matches. Diary. Ja, aber wie? Was können wir jetzt noch? Hier können wir nicht interagieren. Hier gibt es, glaube ich, auch nichts mehr. Ja. Es ist jetzt blöd, dass ich darauf nicht komme. Da können wir die Leiter mitnehmen. Ich fürchte, nein. Hier noch irgendwas. Okay. Eine Holzscheit. Wer sagt's denn? The Firewood. Die ganze Zeit übersehen. Und jetzt können wir hier. Sehr schön. Lag die ganze Zeit vor unserer Schnauze. Success. So, jetzt können wir uns Wasser machen. You just need to wait. Boy, soon.
I bet you like some hot tea. There you go, now it's boiling. Be careful if the tea leaves down over dark as midnight. Smells so good. Be careful with the cup, it's hot. Naja, die Kräuter haben wir schon aus dem Dingens. Let's get comfy. Well, it must have followed the smell. Shall we treat our neighbor? Hier ein paar Krümel hinwerfen. It's here. It's the right thing to do. A mouse is also a person. Wie schön. Maybe the three of us could stay here until spring. Just imagine, the fire is crackling, the birds are singing, you are dozing off in the rocking chair, I'm warming up on the stove. Well, of course, I'm just joking. You and I have something to be. Come on, take out the letter. I really want to hear it again. Oh, das ist Russisch. My dearest Katja and Ashenka. Thanks for playing demo version of Torn Away. Free game will come later. Oh, kommt auch dieses Jahr raus. Ja, definitiv werden wir das auf die Wishliste setzen. Setzt das auch auf die Wishliste. Also mir hat es sehr gut gefallen. Danke fürs Zuschauen. Darf ich nach oben, soll es euch gefallen haben. Wishlisten auf Steam, soll es euch gefallen haben. Schaut auf Twitch vorbei, da streame ich regelmäßig live. Lasst ein Abo da. Kommentiert schön in den Kommentaren und bis zum nächsten Netztest. Haut drinne. Ciao.